Wir warten alle sehnsüchtig auf den Sommer. In diesem Video zeige ich euch schon mal ein paar Sommer-Outfit-Inspirationen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in diesem Video gibt es ein XXL-Klamotten-Haul. Ich dachte mir, mach's mal wieder was anderes als Disney. In den letzten paar Tagen habe ich bei einigen Versandhändlern bestellt. Sommerkleidung. Vorab, ich werde natürlich nicht alles behalten, weil es schon viel ist. Aber ich dachte, wenn ich die Sachen anprobiere, kann ich das ja auch abfilmen und euch dann auch noch zeigen, was ich alles so bestellt habe. Euch meine Meinung zu den Sachen geben, wie sie mir gefallen. Und vielleicht ist die eine oder die andere Sache dabei, die euch auch gefällt für diesen Sommer oder auch schon für den Frühling. Und ja, vielleicht kann ich euch damit ein bisschen inspirieren. Wenn die Sachen noch verfügbar sind, packe ich euch alle Links nach Shop unten in die Infobox. Also wenn ihr irgendwas sucht, schaut unten in der Infobox, da packe ich euch die Links rein. Ja, wo habe ich denn bestellt? Ganz, ganz viel bei Shein, dann bei Zara und ein bisschen bei H&M und bei About You. Genau, also ein wilder Mix aus Klamotten. Wie gesagt, ich werde nicht alle behalten, habe aber für euch alle anprobiert, die ich euch zeige. Die Try-Ons werdet ihr in Fullscreen hier sehen. Das heißt, mein Gesicht hier wird kurz weg sein und ihr seht, wie ich die Sachen angezogen aussehen. Damit ihr auch einen besseren Eindruck davon bekommt, weil einfach so hochhalten, kann man nicht sehen, wie die Sachen aussehen. Wie gesagt, gebe euch meine Meinung zu den Sachen ab, was ich wahrscheinlich behalte, was ich auf gar keinen Fall behalte. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Und falls euch diese Art Videos gefällt, bitte lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert gern unten, ob ich in Zukunft des Öfteren mal so Non-Disney-Videos machen soll, wo ich einfach die ganz normalen Klamotten zeige, die ich so einkaufe. Vielleicht, was ich sonst noch so einkaufe im Alltag, DM etc. Gerne unten kommentieren und wenn ihr bei mir neu auf meinem Kanal seid und noch nicht abonniert habt, drückt gerne auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Ich würde mich sehr freuen. Und wir legen los mit Shein. Ich versuche euch immer so ungefähr die Preise zu nennen und sage euch auch immer die Größe, die ich bestellt habe. Bei Shein ist es eine Preis-Range. Also die Sachen, das teuerste war glaube ich 14 Euro. Und das günstigste, glaube ich, 4 oder 5 Euro. Also Shein ist wirklich nicht teuer. Der Versand dauert ungefähr so 2 Wochen. Man kann auch alles zurückschicken. Man kann auf Rechnung kaufen. Das finde ich sehr praktisch bei Shein. Ich habe irgendwie ein Haar im Gesicht. Ja, aber bei Shein ist es oft hot oder top. Nee, hot, top oder flop. So. Ja, also dieses Mal war schon einiges dabei, was ich sehr top finde. Und wie gesagt, die Price Range, ich sage euch nicht zu jedem einzelnen Stück, was gekostet hat. Schaut unten einfach in den Links nach, wenn euch was ganz gut gefällt, was es kostet. Aber bei Shein gibt es immer irgendwo 15% Codes. Also wenn ihr mal googelt oder bei Shein selbst auf der Seite, es gibt eigentlich immer einen Rabattcode. Deswegen sind die Sachen dann auch am Ende noch günstiger. So als kleinen Tipp. Beginnen wir mit einem Oberteil im Leo-Look. Leo ist ja zurzeit irgendwie wieder total im Trend, seit ein, zwei Jahren wieder. Genau, das ist das Top. Ihr seht das Try-On, wie es angezogen aussieht. Ich habe die Sachen immer zu schlichten Hosen oder Röcken kombiniert, dass man das besser sieht. Ja, das habe ich in Größe L bestellt, wie fast, ich glaube, 80 oder 90% der Sachen ist bei mir in L. Das passt auch sehr gut. Ob ich es behalte, weiß noch nicht, aber ich finde es schon wirklich ein sehr schönes Sommertop. Dann habe ich noch ein zweites Leo-Top bestellt und zwar hier dieses. Das hat so Rüschenärmel und ist auch relativ leicht. Natürlich auch, glaube ich, in Größe L. Das war jetzt Instagram. Hier ist keine Größe abgebildet. Aber er müsste Größe L sein. Genau, das ist da immer das andere Leo-Top. Eins von den beiden werde ich wahrscheinlich behalten. Welches ich behalten werde, weiß ich noch nicht. Aber ihr könnt mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen hat, was mir am besten gestanden hat. Dann macht es mir die Entscheidung leichter, was ich behalten soll und was ich zurückschicken soll. Also ich bin auf eure Meinung sehr, sehr gespannt. Das dritte Teil im Leo-Look von Shein ist diese Hose.
Ist auch sehr leicht, ist so eine Art Sommerhose, aber lang. Hat oben noch so einen kleinen Gürtel dabei. Und ja, muss ich sagen, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Das Muster macht jetzt nicht super, super schlank, aber fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die Hose behalten werde. Aber eins von den Neo-Teilen wird bestimmt in meinen Kleiderschrank ziehen. Dann bleiben wir noch bei Hosen. Ich habe mir noch hier diese schwarze Hose bestellt, die ist sehr zerknittert. Also die müsste man mal bügeln. Und was ich an der so toll finde, sind die Schlitze an der Seite. Also ihr seht es im Try-On, die hat an der Seite so bis zum Knie Seitenschlitze. Und alles, was Schlitz hat, das werdet ihr noch sehen, liebe ich. Ich liebe alles, was mit Schlitz zu tun hat, weil es irgendwie besonders ist. Und ich mag Sachen, die besonders sind und nicht so 0815. Deswegen, die Hose ist gefällt mir sehr gut, hat auch Taschen und werde ich wahrscheinlich auch behalten. Wie gesagt, alles, was mit Schlitz ist, finde ich total toll. Nur das Problem bei der Hose wird sein, man muss sie sehr oft bügeln oder man läuft halt mit einer zerknitterten Hose rum. Ja, dann noch eine Hose, die ich auch richtig cool finde von Shein. Das sieht aus wie so ein Rock, hat auch zwei Schlitze vorne. Sehr, sehr viel Stoff. Also wenn man die trägt, die Beine sind sehr, sehr breit geschnitten. Also es sieht schon ein bisschen aus wie ein Rock, hat aber vorne auf beiden Beinen wieder einen Schlitz. Und ich finde das eine mega schöne Sommerhose. Also die bleibt auf jeden Fall, die behalte ich auf jeden Fall, weil, ja, finde ich eine sehr, sehr schicke, elegante Sommerhose. Dann haben wir ein Kleid, das habe ich auch bestellt bei Shein, also wir sind ja immer noch bei Shein. Ein weißes Sommerkleid, bei dem bin ich mir noch nicht so sicher. Achso, die Größen, Entschuldigung, ich habe schon wieder vergessen, die Größen zu sagen. Also die Hose, die hier ist auch L. L müsste eigentlich alles L sein. Die andere schwarze mit dem Schlitz an der Seite ist auch L. Und die Leo-Hose ist auch L. Ja, also fast alles L. Ja, das Kleid, das weiße, ist auch Größe L. Ja, hat so süße Spaghetti-Träger und es hat so Off-Shoulder-Shirts. Hat auch ein kleines Gürtelchen dabei, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich es behalten werde. Hat einen tiefen Ausschnitt, also wenn ihr keine Ausschnitte mögt, wo man eure Brüste sieht, ne, dann ist das Kleid nichts für euch. Ansonsten, ja, es ist ein nettes Sommerkleid, aber ich bin mir noch unsicher, ob ich es behalten werde. Dann noch eine Hose mit Schlitz. Aber die werde ich nicht behalten, weil ich die anderen schwarzen schon behalte. Ist hier die. Die hat so eine Muscheloptik. Auch für den Sommer ganz cool. Wie gesagt, hat auch diese Schlitze. Unten, es macht diese Hosen sehr besonders. Auch Größe L. Ja, auch lang geschnitten. Sehr breit geschnitten. Aber die werde ich zurückschicken. Aber ich fand sie jetzt nicht schlecht. Also ich kann halt nicht alle Sommerhosen behalten. Ja, dann ein sehr, sehr schönes Kleid, wie ich finde. Ein schwarzes Kleid mit weißen Punkten. Moment, wo haben wir denn hier oben und unten? Jetzt müssen wir mal schauen. Ihr seht es aber auch angezogen. Ja, also vorne ist es hochgeschlossen bis zum Hals. Und hinten hat es so einen kleinen V-Ausschnitt. Aber sieht man den BH nicht so doll. Es hat zwei Gummis, einmal in der Taille und einmal so um die Hüfte rum. Hat auch einen kleinen Gürtel dabei. Ja, ist auch Größe L wahrscheinlich. Kein Zettel dran. Ja, müsste aber, glaube ich, auch Größe L sein. Ja, auch, also ich glaube, das werde ich schon behalten. Bin mir noch nicht sicher, aber das präferiere ich zu dem Weißen. Also sehr, sehr schick. Und wie gesagt, die Sachen bei Shein sind gar nicht so teuer. Dann habe ich mir ein schönes Kleid bestellt, das mir aber zu groß ist. Also das ist bei Shein, muss ich sagen, auch manchmal. Manchmal sind die Sachen zu klein, manchmal sind die Sachen zu groß. Und ja, das ist Maxi-Kleid, was ich mir hier bestellt habe, ist auch Größe L. Und das ist mir leider obenrum an der Brust ein bisschen groß. Sonst finde ich es auch sehr schick, hat auch einen Schlitz. Und wahrscheinlich werde ich mir das nochmal eine Nummer kleiner bestellen, um zu schauen, wie es dann in M sitzt, ob es dann besser sitzt. Aber es ist auch ein sehr, sehr schönes Kleid mit diesem Blumenmuster.
dem Schlitz und auch einem kleinen Gürtel dazu. So, dann haben wir noch zwei Oberteile. Einmal wieder, also ich muss sagen, dieses Jahr stehe ich total auf Punkte. Ich weiß nicht warum, aber ich stehe total auf Punkte dieses Jahr. Und ja, das ist auch ein Punkteoberteil. Auch kann man am Hals schließen, also ist bis zum Hals. Und auch Größe L ist, muss ich sagen, bin mir nicht so sicher, weil es schon ein bisschen kurz ist. Aber was gut daran ist, dass man das halt auch so im Rock oder so reinstecken kann, dann ist ja die Länge egal. Aber zu einer Hose finde ich so ein bisschen kurz, aber schon schön. Vor allem zu den neuen, jetzt kommen wir wieder zum Thema Disney. Ich habe in meinem Haul diese schwarzen Ohren mit den weißen Punkten in der Schleife gezeigt. Dazu passt es perfekt. Und wie gesagt, die Sachen sind ja nicht so teuer. Das letzte Teil, muss ich sagen, ist schon besonders, aber irgendwie finde ich es cool. Und zwar eine Bluse mit Pandas drauf. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie fand ich die mega cool. Ist auch Größe L. Wahrscheinlich würde mir auch Größe M reichen bei der Bluse, weil die auch groß ausfällt. Aber sagt mir nicht, dass ihr die nicht cool findet. Ich finde die Bluse so witzig mit diesen Pandas. Und ist auch ein sehr fallender Stoff. Das heißt, man muss nicht so viel bügeln. Man sieht auch nicht die Falten wegen dem Panda-Muster. Also ich finde die Bluse sehr, sehr witzig. Und ja, überall kleine Pandas. Und wer findet Pandas nicht süß? Also ja, die werde ich wahrscheinlich auch behalten. Im Try-On habe ich eine Shorts zugetragen. Wahrscheinlich würde ich halt eine lange Hose oder eine Leggings dazu tragen. Jetzt eher nicht Shorts, weil Shorts zieht man ja im Sommer an und das ist eher so ein Frühlings-Herbst-Teil. Aber das waren alle Sachen von Shein. Ja, kommen wir zu ein paar Sachen, die ich bei About You bestellt habe. Ich habe online geguckt und dachte ich, boah, sieht mega aus. Und dann kam es an, ich habe es anprobiert und denke mir, nee, das steht ja nicht. Aber ich zeige es euch trotzdem, natürlich auch angezogen. Und zwar Overalls, weil ich finde die wirklich sehr hübsch, aber irgendwie für meinen Körper sind die nichts. Ich habe Größe 40 bestellt. Das ist einmal der in Schwarz und so sieht er auch sehr schön aus. Aber angezogen, muss ich sagen, gefällt er mir nicht so. Ja, sind Overalls. Preis war, glaube ich, um die 40 Euro. Ich hatte aber noch einen Rabattcode. Genau, bei About You gibt es ja auch irgendwie ständig Rabattcodes von irgendwelchen Influencern. Oder jetzt bei Germany's Next Topmodel, wenn Germany's Next Topmodel läuft, gibt es auch irgendwie einen Rabattcode, genau. Den habe ich von About You und denselben habe ich mir nochmal in rosa bestellt, weil ich ja so begeistert war auf dem Bild. Dachte ich, oh geil, ne, so ein Sommer-Jumpsuit, richtig schön und ich bin ja auch so ein Plissé-Fan. Und da dachte ich, komm, probierst du mal Plissé-Hose aus. Ja, auch nix. Steht mir irgendwie nicht. Auch Größe 40, hat auch ursprünglich 40 Euro gekostet. Dann kommen wir zu Bodies. Ihr werdet später noch sehen, ich habe bei Zara ausschließlich Bodies bestellt. Keine Ahnung, ich bin zurzeit auf so einem Bodytrip, weil ich trage ja sehr gerne Röcke und auch so Hosen, also Culottes vor allem, wo ich die Oberteile reinstecke. Und mich nervt das, wenn das Oberteil rauszuppelt oder so komisch raussteht und nicht so ganz eng anliegend ist. Und deswegen habe ich mir einige Bodies bestellt. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn man eine Strumpfhose trägt, man macht das ja zwischen den Beinen zu, dann rutscht die Strumpfhose auch nicht. Das ist auch eines der Dinge, die mich jedes Mal nervt, wenn die Strumpfhose rutscht. Wem geht es da genauso? Also ich finde das ganz schlimm. Ich ziehe mir auch immer so Hosen an, so Unterhosen, die ein bisschen schlanker machen, aber nur weil die so einen schönen festen Sitz haben bei mir, ziehe ich dann immer über die Strumpfhose, dass diese Strumpfhose nicht rutscht, weil ich werde wahnsinnig, wenn die Strumpfhose rutscht. Ja, so viel dazu. Deswegen Bodies, ganz praktisch und ich habe mir einige bestellt und eins davon ist das hier, das ist jetzt nicht, nicht Zaras Haare, kommt später noch, aber das ist auch eins davon, das ist einfach ein rosa T-Shirt, aber mit Body. Und das kann ich super kombinieren zu einigen Röcken, die ein bisschen auffälliger sind. Da ist so ein einfaches T-Shirt schon sehr praktisch. Das hat, glaube ich, 19 Euro gekostet. Und noch ein weiteres Body von, also das hat irgendwie keine, also es hat eine Marke, aber ist jetzt nicht irgendwie bekannt. Was steht denn hier? Evoni. Evoni? Evoni. Größe L. Ne, XL sogar war es. Ne, das ist Größe XL.
Ja, und dann noch von Vero Moda ein Body, auch in XL. Ich mag es irgendwie, wenn so Oberteile ein bisschen lockerer sind. Die sind ja auch alle stretchy, das heißt, ne, die schlabbern nicht. Das ist auch ein Body, ein Langarm-Body in Schwarz. Das ist der Ärmel hier noch ein bisschen eingeflutscht. Und das Besondere sind eigentlich hier diese Ärmel. Die sind ein bisschen gekraust, ne, macht es ein bisschen besonders. Ansonsten ist es einfach ein schwarzer Body. Hier fehlt noch der andere Arm. Ja, schlecht vorbereitet fürs Video. So, also einfacher schwarzer Langarm-Body. Wird auch unten zugeknöpft. Und kann man auch super jetzt auch im Herbst oder wenn es noch im Frühling ein bisschen kühler ist, kombinieren zu einem schönen Rock. Genau, deswegen schon mal zwei Bodies. Ihr werdet später noch ganz, ganz viele Bodies sehen. Aber bei Zara ausschließlich Bodies bestellt. Aber komm, wir kommen erstmal zu H&M. Ja, zu H&M gibt es auch eine kurze Geschichte. Und zwar war ich ja in der Schweiz bei meinem Freund und da hatten die Geschäfte offen. Dann bin ich kurz durch den H&M geschlendert, weil ich hatte keine schönen oder bequemen Sport-BHs bei meinem Freund. Und wenn ich im Homeoffice bin und morgens Sport mache, lasse ich dann eigentlich auch die Sport-BHs direkt an. Und ich hatte so unbequeme, dass ich gesagt habe, okay, gehst im H&M gucken. Und dann, ich habe welche gefunden. Da dachte ich erst, die sehen irgendwie seltsam aus als Sport-BH, aber nimmst du mal einen mit? Und ich war so begeistert von diesen Sport-BHs, dass ich mir die jetzt hier direkt in Deutschland, weil die ein bisschen günstiger sind als in der Schweiz, direkt auch bestellt habe. Den einen habe ich in der Schweiz gelassen bei meinem Freund und habe mir jetzt direkt nochmal drei Stück bestellt in drei verschiedenen Farben. Ihr seht es im Try-On. Also es ist ein Sport-BH. Aber ich finde, man kann dieses Teil, das sieht nicht spektakulär aus, aber ich finde es angezogen so schön. So bequem, es ist super, super. Also, ich war selten begeistert von so einem Sport-BH, aber das ist super bequem. Im Try-On trage ich auch kein BH drunter. Und ich finde, man kann die auch im Sommer, wie ihr im Try-On gesehen habt, auch einfach zu einem Rock tragen oder zu einer Hose. Also, es ist eigentlich ein Sport-BH, aber auch ein Top. Und ja, also, ich war selten so begeistert von einem Komfort von einem Sport-BH. Super bequem. Hält die Brüste halten, wenn man das so sagen darf. Und ja, deswegen sehr, 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 sehr selten so begeistert von einem Sport-BH. Ich trage Größe L in den ganzen Sport-BHs. Also, ich habe nur den einen Try-On abgefilmt, aber die sehen eigentlich alle gleich aus, nur in verschiedenen Farben. Also einmal in Beige. Dann habe ich mir den auch einmal in Schwarz geholt. Ne? Und einmal in der Farbe, in dem ich, das habe ich auch jetzt schon in der Schweiz bei meinem Freund, und zwar so ein dreckiges rosa-lila, wie man das auch nennt. Kosten 18 Euro pro Sport-BH. Und ich sehe gerade hier, 60% sind recycelte Polyamide. Ja, und der Support für Sport ist Medium. Also man kann auch wirklich darin Sport machen. Auch finde ich, im Sommer braucht man gar keinen Top drüber anziehen, wenn es warm ist und man Sport macht. Man kann einfach dieses Ding anziehen. Man kann es auch im Alltag zu einem Rock anziehen. Ja, ihr merkt meine Begeisterung für einfache Sport-BHs, aber die sind so vielseitig einsetzbar und so bequem. Also deswegen direkt mal drei Stück und die werde ich definitiv behalten. Dann habe ich mir noch einen Teil dazu bestellt. Was ich auch noch nicht weiß, es sah ganz gut aus im Try-On, als ich es angezogen habe, ist nämlich ein Blusenkleid. Ich bin mir noch unsicher, ob ich es doch vielleicht nur mal kleiner bestelle, weil es schon sehr groß aussieht und auch groß ist an mir. Aber es ist aus 100% Tenkel-Lyocell, was auch immer das ist, aber es steht hier extra dran. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber ja, das ist das Blusenkleid. Es ist ein sehr, sehr angenehmer Stoff, ein leichter Stoff. So eine in einer Jeans-Optik. Ob's, ich glaube, es ist auch Jeans. Aber gefällt mir sehr gut. Ich bin mir jetzt aber noch nicht sicher, ob ich es in L behalte oder mir nochmal eine Nummer kleiner bestelle, weil es doch schon sehr groß ist. Aber mit dem Gürtel kann man ja auch viel machen. Aber ja, auch ein sehr, sehr schönes Kleid von H&M. Und das war's erstmal bei H&M. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal bei H&M bestellt habe. Ich glaube auch noch mal ein paar Bodies. Aber ich muss sagen, jetzt kommen wir nämlich zur Zara-Bestellung. Da sind so, also sind ausschließlich Bodies und ich habe so viele Bodies bestellt. Also Zara hat wirklich eine riesen Auswahl an Bodies. Ich habe nicht lange gesucht bei Zalando, bei About You. Und entweder sind sie mir zu teuer für ein Body oder halt es gab keine. Aber bei Zara bin ich richtig ausgeflippt. Also richtig viel.
Und werde auch einige Bodies von denen behalten. Das zeige ich euch gleich. Und deswegen wahrscheinlich werde ich die Bodies von Haunen wieder zurückschicken. Ja, aber... Und ich habe mir ein paar Bikinis bestellt für den Sommer. Wir hoffen ja auf Sommerurlaub. Und dann muss ich mir immer, wenn ich irgendwie einen Sommerurlaub plane, irgendwie brauche ich irgendwie neue Bikinis. Mal gucken. Aber die zeige ich euch nicht. Aber jetzt kommen wir zu Zara. Also der letzte Versandhändler ist Zara. Also das sind die letzten Teile, die ich euch zeige. Wie gesagt, ich bin ein bisschen eskaliert. Es sind ausschließlich Bodies. Und ja, die Vorteile von Bodies habe ich euch ja bereits genannt. Und ich würde sagen, ich zeige euch sie mal. Das ist der erste Body. Also unten immer dieses zwischen den Beinen zusammenklipsen. Den habe ich auch noch in weiß und in schwarz bestellt. Kostenpunkt 10 Euro und das ist Größe L. Ich werde die wahrscheinlich in allen Farben behalten, muss ich sagen, steht mir wirklich gut und sehr bequem zum Tragen. Der nächste Body, oh, auch ein Traum, ein bisschen teurer leider, weil er aber auch, der ist aber auch langärmlich, 30 Euro. Ja, sieht, also man sieht auch gar nicht, wenn man es trägt, dass es ein Body ist und ich liebe diesen legeren Look. Also man kann es über die Schulter tragen, man kann es auch so normal tragen, aber die Ärmel sind sehr breit geschnitten und deswegen macht es so einen sehr legeren Look. Und ich werde das Ding auch gleich anziehen, weil ich finde das mega. Das ist auch Größe L. Also finde ich, bin sehr begeistert von dem Body. Jetzt kommen wir zu zwei Bodies, da bin ich mir noch sehr unsicher. Erstens, ich finde es ein bisschen eng, also es ist nicht ganz so bequem. Und zweitens, man sieht sehr, sehr viel Brust. Seht ihr in den Try-Ons? Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht diejenige, die immer so viel Ausschnitt zeigt. Also ich bin das nicht so gewohnt, habe ich in den letzten Jahren nicht so viel gemacht, Ausschnitt gezeigt. Obwohl ich es ja auch, ich kann Ausschnitt zeigen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich da nichts hätte. Aber ich weiß nicht. Also und die sehen aus wie Badeanzüge, finde ich ein bisschen. Also die haben vorne so ein V, da ist auch ein Draht drin. Das macht es natürlich sehr schön um die Brust, muss ich sagen. Preis ist 16 Euro, Größe L. Und es gab leider auch keine größere Größe, also es gab kein XL. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich mal XL bestellt. Gibt es leider nicht. Ja, also dasselbe habe ich ja mal in weiß bestellt. Wie gesagt, ich bin mir unsicher, ob ich die behalten soll oder ob nur einen davon. Könnt ihr mir gerne dazu raten. Aber hier seht ihr das V nochmal besser. Wie gesagt, da ist so ein Draht drin. Das macht es sehr schön um die Brust. Macht einen sehr, sehr schönen Ausschnitt. Also, aber die sind schon ein bisschen eng. Und ja, also ich drücke das ja immer so ein bisschen hier so ran. Und das ist halt nicht so schön umschließend um die Brust. Wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Die Frauen unter uns. Ja, aber das ist genau derselbe in weiß. Auch in L, auch 16 Euro. Bin mir nicht so sicher. Aber ich habe ja genug zur Auswahl, muss ich sagen. Ja, der nächste Body, der auch nicht aussieht wie ein Body, wenn man ihn trägt, ist auch ein bisschen teuer gewesen. Größe L, 40 Euro, ist dieser Pullover. Aber ich werde ihn auch behalten. Hat hinten eine Kapuze und das sieht auch getragen super aus. Er sieht ein bisschen klein aus jetzt in der Kamera. Aber das Material ist super stretchy. Also man kann es auseinanderziehen und wenn man irgendwas so bis zur Taille trägt und man eine schöne kleine Taille hat, dann muss ich sagen, sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Auch einer meiner Favoriten-Bodies aus der Zara-Sache. Jetzt kommen wir zu einem Body, da bin ich nicht so begeistert. Ist halt ein schwarzes, ein blauer Body, aber vom Material her so ein bisschen wie ein Badeanzug. Kostet 13 Euro, Größe L. Ja. Ist okay, aber er haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also er ist okay. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn behalte. Mal gucken. Eins, was ich definitiv nicht behalte, ist der hier. Ich habe ihn für euch angezogen, aber der ist mir ein bisschen zu klein. Und den gibt es auch nicht in XL. Das ist Größe L hier und der ist mir ein bisschen klein. Ich muss sagen, ich finde diesen Ausschnitt oben schon cool. Also sieht wirklich sehr, sehr schön aus mit diesen Ausschnitt, sehr speziell. Ich mag ja sehr spezielle Sachen. Aber der geht zurück, weil er mir zu klein ist. Aber Preis war 13 Euro. Ja, und jetzt kommen wir noch zu... Also ich habe ja eben gesagt, das Rosane habe ich ja in Schwarz und in Weiß gekauft. Nochmal dasselbe in Schwarz. Es hat so einen
wie heißt das, dieses Rippchen? Nee, das heißt nicht Rippchen. Diesen Stoff, diesen gestreiften, ja, haben alle. Und muss ich sagen, finde ich auch schön und macht auch einen schönen Ausschnitt von diesem V her. Nicht ganz so tief wie bei diesen Badeanzug-Bodies. Und ja, für 10 Euro muss ich sagen, sind die wirklich top. Auch Größe L. Die gibt es auch nochmal eine Nummer größer in XL. Falls man noch ein bisschen größere Bubis hat als ich. Und dann nochmal dasselbe in Weiß. Ja. Also die drei Farben werden definitiv behalten. Und zu einem letzten Body von Zara, wo ich mir auch unsicher bin, ob ich es behalten soll. Weil es sieht ein bisschen aus wie Unterwäsche. Also wenn ich das so hoch halte, ne, sieht es ein bisschen aus wie so Dessous. Ne? Es ist aber ein Top. Und das Zweite, was mir ein bisschen Bedenken gibt, ist dieser Ausschnitt. Also der ist ja richtig tief. Ne? Also da sieht man da 1 Zentimeter weniger und man sieht mein BH sozusagen. Also ich weiß nicht, ob ich mich so gut damit wohlfühle. Klar, ich kann es zeigen, aber ich muss mich auch wohlfühlen. Deswegen, bei dem bin ich mir auch noch unsicher, aber ist natürlich ein super Oberteil für den Sommer. Also es ist leicht, es ist dünn und ja, zu einer Shorts sieht es wahrscheinlich auch cool aus im Sommer. Preis 13 Euro, auch Größe L, gibt es nicht größer. Ja. Wie gesagt, bei dem bin ich mir unsicher. Ich gucke mir nochmal mein Try-On an im Nachhinein. Ich habe die ja vorher schon alle anprobiert, deswegen kann ich euch die Meinung dazu geben. Aber ich muss mich nochmal mit der Kamera betrachten, wie das dann in der Kamera aussieht. Ja, und das waren alle meine Klamotten, die ich in den letzten 2 Wochen bestellt habe. Und da dachte ich, ich zeige sie euch, was ich mir so bestelle, was ich behalte, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Meinung da lassen, was ihr an mir gut findet, was ihr euch vielleicht bestellt, was ihr gut fandet und ob ihr generell mehr von diesen Art Videos haben möchtet. Wird mich sehr interessieren. Ansonsten war es das auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.